Sucht der Stadt Bestes. Dieser Vers kommt von Jeremia, wurde geschrieben in der Zeit zwischen 597 vor Christus und 586 vor Christus. Also in diesem Zeitraum etwa wurde der geschrieben. Wir wissen nicht genau wann, aber Jeremia schrieb das in einem Brief. Wie der Zusammenhang ist, das schauen wir uns jetzt an. Die Conny hat mir einen Sandpainting-Clip dazu gemacht und dem ging es, glaube ich, und der kommt jetzt. Im Jahre 597 vor Christus eroberte der Babylonierkönig Nebukadnezar II. Jerusalem. Er nahm große Teile der Bevölkerung gefangen und verschleppte sie nach Babylon. Sie wurden als Zwangsarbeiter für die gewaltigen Bauarbeiten des Königs, wie die hängenden Gärten oder das Istertor, eingesetzt. Unter ihnen war auch der Prophet Hesekiel. Eines Tages sitzt er am Ufer des Flusses und schaut auf das Wasser. Die Trauer um die verlorene Heimat nagt an ihm und dem Volk. Alle Freude ist wie weggeblasen. Früher in Jerusalem hatten sie gesungen, getanzt, Musik gemacht und ausgelassen gefeiert. Sie hatten Gott Jahwe gelobt und immer wieder neue fröhliche Lieder gedichtet. In Babylon jedoch ist ihnen das Lachen vergangen, die Freude versiegt, das Singen verstummt. Die Babylonier fordern sie oft auf, ihre Lieder zu singen. Sie wissen, dass die Leviten große Chöre hatten und das Volk es verstand, Musik zu machen. Aber ihr Gesang ist verklungen. Der Grund ihrer Freude, das Fundament ihres Jubels, war verloren. Und nun hängen die Harfen in den Bäumen am Ufer. Die Trauer durchdringt das Denken und Fühlen. Düstere Gedanken der Rache und der Schwermut machen sich breit. Mitten hinein in diese Trauer bekommt Hesekiel einen Brief von seinem Priesterkollegen Jeremia aus der Heimat in Jerusalem. Darin steht eine überraschende Botschaft. Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ, Folgendes sagen. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe. Suchet ihr Bestes und betet für sie zu Jahwe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Eine Aufforderung, sich in der Fremde niederzulassen, heimisch zu werden, die neue Situation anzunehmen und das Beste daraus zu machen, für sich selbst und für die Stadt. Suchet der Stadt Bestes. Was war die Situation, in der dieses Wort von Jeremia hineinkommt? Die Babylonier hatten Israel erobert. Im Jahre 605 vor Christi hatten sie erstmal Geiseln genommen, unter denen Daniel und seine Freunde waren, und nach Babylon geschleppt.
Daniel war zu der Zeit, ja, wahrscheinlich minderjährig, ein Kind, ein Teenager. Und die Babylonier haben das getan, um das Volk Israel unter Druck zu setzen. 8 Jahre später, als Israel nicht so agierte, wie sie das gerne wollten, kamen die Babylonier wieder und machten die Stadt erstmal einigermaßen platt. Sie töteten viele, eroberten die Stadt und alles, was irgendwie Bildung hatte, wurde weggeschleppt. Und die Leute, die in Babylon gefangen genommen wurden, mussten dort arbeiten. Und sie hatten gesehen, dass ihre Kinder, Enkel vielleicht, getötet wurden. Und dann kann ich verstehen, dass Hesekiel, einer der Führer dieser Gruppe, an dem Ufer von dem Euphrat sitzt und weint. Die Harfen weggehängt hat. Das Lachen, aber auch das Singen ist ihnen vergangen. Und sie haben ganz tiefe Trauer, aber auch ganz viel Wut im Bauch. Heike hat den Psalm 137 gelesen, aber den letzten Vers nicht. Ich lese Vers 8 und 9 nochmal, damit wir verstehen, wie sauer die waren. Du Tochter Babylon, du Verwüsterin, glücklich, wer dir heimzahlt, was du uns angetan hast. Glücklich, wer deine Kinder packt und an den Felsen zerschmettert. Das war krass. Die waren voller Zorn und Wut, waren die an dieser Stelle. Und den in der Situation, in der Emotionalität hinein, kommt dieser Brief von Jeremia. Und der sagt dann, such das Beste für Babylon. Merkt ihr, wie krass das ist? Diesen Widerspruch eigentlich. Hinein in die Emotionalität der Wut, des Zornes, kommt, tut der Stadt gut. Ich kann euch sagen, als ich an diesem Vers stand, immer wieder, so lange ich mich kenne, habe ich über diesen Vers nachgedacht, komme ich auf diesen Widerspruch. Jeremia hat auch erlebt, dass er Verluste hatte. Seine Freunde waren weggeführt, die waren verschleppt worden. Er stand auf den teils Trümmern der Stadt, eine Restbevölkerung, der es nicht gut geht. Ihr müsst euch vorstellen, das ganze Getreide und die Lebensmittel waren weggeschleppt worden, denn die Sieger, die Babylonier, haben erstmal alles getan, um das Volk klein zu machen. Und Jeremia hat eine Beziehung zu dem lebendigen Gott und dieser Gott sagt zu ihm, schreib den, die in Babylon mal einen Brief. Und wenn ihr den nachlesen wollt in Jeremia, Kapitel 29, Verse 4 bis 7, die Verse, die wir gerade gehört haben, das ist krass. Kennst du Verluste in deinem Leben? Kennst du das, dass du etwas verloren hast, was unwiederbringlich weg ist? Und Hesekiel sitzt in Babylon mit seinen Freunden und die Grundstimmung dort ist Trauer, Verzweiflung, Angst. Denn Babylon macht Angst. Babylon, die Stadt, ja, aber die Bevölkerung dort, die Kriegsherrscharen von Nebukadnezar machen Angst. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Berlin war, im Pergamonmuseum. Wer war da schon mal? Habt ihr das Istar-Tor gesehen? Das haben die Gefangenen von Jerusalem, die Gefangenen von Babylon gebaut.
prächtig. Und wisst ihr, im Pergamonmuseum, das ist ja schon riesig hoch, aber da fehlt mehr als ein Drittel an Höhe, wie das Original war, weil das gar nicht in die Halle reinging. Die Stadt macht Angst. Babylon hat Jerusalem zerstört. Und es ist ganz legitim, dass man wie Hesekiel und seine Freunde über die Verluste weint. Heute ist Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Wir gedenken daran, dass Menschen von uns gegangen sind. Und wer ist unter uns? Sind die wenigsten, die noch nicht erlebt haben, dass er liebe Menschen einfach beerdigen musste. Verluste. Ich kann mich noch gut erinnern an, ist ja noch gar nicht so lang her, als ich an dem Grab meiner Enkelin stand. Mein Sohn den kleinen Sarg, nahm und in die Erde versenkte. Es tut mir heute noch weh. Und jeder von uns kennt Verluste. Aber schlimm ist es noch, wenn wir einen Schuldigen haben, der uns die Verluste beigebracht hat, der uns so tief verletzt hat, dass wir unweigerlich ja sagen können, dem möchte ich aber heimzahlen. Das Weinen über die Verluste ist eine Sache. Und dann sagt Gott, tut denjenigen, die dir den Verlust zugefügt haben, tut denen gut. Jesus sagt einmal, liebet eure Feinde. Liebet denjenigen, die euch wehgetan haben. Können wir das? Johannes, bist du in der Lage, demjenigen, der dich verletzt hat, Gutes zu erweisen? Warum schreibt Gott das? Warum sagt Gott diesem Volk, tut der Stadt Bestes, tut dem Volk gut? Ich sage jetzt eins, weil Gott auch die Menschen in Babylon lieb hat. Gott liebt die Stadt. Gott liebt auch die Metropole. Wusstet ihr das? Sicher, Gottes Geschichte mit uns Menschen begann in einem wunderschönen Garten. Und wir alle haben die Sehnsucht, zurück in diesen Garten Eden, das Paradies. Ich möchte gerne im Paradies leben. Ich möchte gerne, dass mir gut geht. Ich möchte gerne wunderschöne Pflanzen um mich haben. Ein himmlisches Klima, die Sonne scheint, ein Meer. Ich möchte Schönheit um mich haben. Suche der Stadt Bestes. Das neue Jerusalem ist eine Megametropole. Habt ihr schon mal eine Offenbarung gelesen? Das ist eine riesige Stadt. Etwa von hier bis Moskau ist die Grundlinie auf der einen Seite, die gleiche auf der anderen Seite. Es ist quadratisch. Und ob es nun eine Pyramide ist oder ein Würfel ist, das geht aus dem Text nicht heraus. Aber das ist 2000 Kilometer in die eine Richtung, 2000 in die andere und 2000 in die Höhe. Eine Megametropole. Gottes Geschichte fängt mit uns im Garten an, aber geht durch alle Zivilisationssachen und endet in der Stadt. Und Gott sagt nun zu den Juden, die in Babylon sind, die dort gefangen sind, die dort Zwangsarbeiter sind, sucht der Stadt Bestes. Ich weiß nicht, wie die reagiert haben. Ach, dieser Jeremia, warum sagt er uns das? Der müsste mal hier sein, der hat ja nicht... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Juden in Babylon haben sich daran gehalten. Sie haben angefangen, der Stadt Bestes zu tun. Und sie haben angefangen, für die Stadt zu beten. Für die Menschen in der Stadt. Und liebe Leute, was wir als Gemeinde, als FEG in Usingen tun können, ist... für die Menschen hier zu beten.
Wir sollten regelmäßig für die Menschen in unserer Stadt beten. Für die Menschen, die auch Verantwortung haben. Für die Obrigkeit. Die Juden beteten damals für die Stadt, für Babylon. Und für Gottes Lösung in Babylon. Gottes Lösung in Babylon war, dass er die Stadt besiegen ließ durch die Perser. Aber was die Juden taten, sie bezeugten den lebendigen Gott in dieser Stadt. Sie redeten über Gott, über Jahwe. Und sie verkündigten Jahwe in der Stadt. Und was sie noch in Babylon taten, sie sammelten die alttestamentlichen Schriften, dass wir das Alte Testament so haben, wie wir es hier haben, das haben die Juden in Babylon zusammengestellt. Und sie haben angefangen, das dann auch zu übersetzen. Und dann sagten sie, das ist schlecht, wenn unsere Kinder nicht die Bibel kennenlernen, das Alte Testament. Und so fingen sie an, Schulen zu errichten. Für uns ist heute ganz klar, zum jüdischen Glauben, zum jüdischen Volk gehört die Synagoge. Die ist in Babylon entstanden. Damit die Kinder, die dort waren, die Tora kennenlernten. Übrigens lernten dann alle Jungen lesen, schreiben und rechnen. Die Mädchen durften das. Aber für die Jungen war eine Pflicht. Denn sie konnten keine Männer werden, wenn sie nicht wenigstens mit 13 Jahren laut vorlesen konnten, eigene Gedanken formulieren konnten und rechnen konnten. Wird bis heute gefeiert im jüdischen Volk. Das Judentum war das erste Volk, das allgemeine Schulpflicht eingeführt hat. In Babylon, in der Gefangenschaft. Der Talmud entstand. Und was dann noch geschah, sie lernten wieder singen. Sie schrieben Lieder. Am Anfang waren die im Moll, wie der Psalm 137, aber der Psalm 119, der längste Psalm, ist auch dort entstanden. Da geht es 176 Verse lang. Wie großartig ist das Wort Gottes, ist die Heilige Schrift. Sie lernten wieder singen. Und was sie dann noch taten, sie übernahmen politische Verantwortung. Sie kamen in Verwaltungspositionen und prägten somit das ganze Volk, das ganze Land und den ganzen Orient. Wir finden hinterher zum Beispiel Zerubabel, aber dann auch Esra und Nehemia, Mardochai in sehr hohen Positionen in der Verwaltung der dominierenden Macht. Sie übernahmen Verantwortung. Ich finde das faszinierend. Sie beteten für die Stadt, bezeugten Jahwe, sammelten die alttestamentlichen Schriften, strukturierten die Synagogen, der Talmud entstand, lernten wieder singen, übernahmen Verwaltungsverantwortung. Die Situation heute. Jetzt mein persönlicher Bezug. Ich bin 32 Mal in meinem Leben umgezogen. Das heißt also ein bisschen viel. Gibt es jemand hier, der mich übertrifft? Nicht? Aber meine Frau kocht in ihrer 17. Küche. Das ist also schon eine ganz schöne Menge. Also weißt du, wie eine Küche strukturiert sein muss. Und die Umzüge, die wir hatten, die haben mich geprägt. Irgendwann sagte mal ein Kollege von mir, André Pascha, er sagte, Johannes, wenn du wegziehst, wenn du nicht mehr da bist, was werden die Menschen über dich sagen? Das hat mich bewegt. Werden sie sagen, an diesem Haus, in dieser Wohnung hat jemand gewohnt, an dem Jesus Christus deutlich wurde? Dem man erkennen konnte, wer Jesus Christus ist? Das hat mich geprägt.
Sind wir Menschen, an denen andere erkennen, wie Jesus tickt? Als der andere mir diese Frage stellte, das hat mich tief getroffen. Bin ich jemand, an dem Menschen Jesus erkennen? Und das andere, was mich auch bewegt hat, ich bin, nachdem ich in den Dienst gegangen bin, die ganze Zeit in Städten gewesen. In größeren Städten. Meine erste Dienststelle war in Heusenstamm, südlich von Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, gehören wir hier nördlich ein bisschen dazu. Die erste Stelle war in Zürich, die zweite Stelle im Rhein-Main-Gebiet, die dritte Stelle in São Paulo, da haben wir 20 Jahre gearbeitet, ein bisschen größere Stadt mit 25 Millionen Einwohnern. Und dann die letzte Dienststelle war in Erlangen, auch eine Großstadt. Mein Anliegen war es, einer Stadt das Evangelium zu bringen. Und das hat mich gefragt, wie weit können wir Städte verändern, die Situation in der Stadt verändern? In Erlangen, in meiner letzten Stelle, habe ich einmal mit dem Oberbürgermeister gesprochen, mit dem Herrn Jannik. Ich habe ab und zu mal mit ihm gesprochen. Und das eine Mal am Anfang unserer Bekanntschaft, glaube ich, war das zweite Treffen mit ihm, da stellte ich ihm folgende Frage. Herr Jannik, wir sind die freie evangelische Gemeinde hier am Ort. Wir sind nicht besonders groß gemessen an der Stadt, haben auch nicht viel Einfluss, aber wir möchten gerne der Stadt gut tun. Was sagen Sie mir, wie ich dieser Stadt gut tun kann, wie wir der Stadt gut tun können? Und er schaute mich an, ziemlich lange, sagte nichts. Dann sagte er eines zu mir: Herr Clement, verkündigen Sie Ihre Werte, die Werte, nach denen Sie Ihre Gemeinde gestalten und nach denen Sie leben. Und das ein bisschen lauter als bisher und deutlicher. Und wenn Sie eine offene Tür brauchen, die ich Ihnen öffnen kann, ich werde sie Ihnen öffnen. FWG Usingen, diese Frage stellen wir uns, sind wir in der Stadt Usingen notwendig? Notwendig zu sein heißt, es gibt eine Not und die wenden wir. Wo ist in der Stadt Not? Würde die Stadt uns vermissen, wenn wir nicht mehr da sind? Eines ist klar, wir sind hier, weil der lebendige Gott hier ist. Eines ist klar, Gott hat uns hier hingestellt und Jesus sagt, ihr seid das Licht für Usingen und das Usinger Land. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Salz für diese Stadt. Was ist, wenn es kein Licht mehr gibt und kein Salz mehr gibt? Allgemein gesprochen, wo ist Not? Gibt es Not? Ja, es gibt Not. Ich habe jetzt allgemein Not mal aufgezeichnet, wie es in Deutschland ist. Nur ein paar Gedanken. 15,1% der Menschen sind in Deutschland aktuell an psychischen Problemen erkrankt. Das sagen uns die Krankenkassen. ...9.215 Personen haben im letzten Jahr Suizid begangen. Das sind mehr als 25 an einem Tag. Mehr als 100.000 Versuche sind in Deutschland durchgeführt worden. 80% der Befragten, über 80% der Befragten haben gesagt, dass Selbstmordgedanken schon mal durch ihren Kopf gegangen sind.
Merkt ihr was von der Not, die die Menschen haben? Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen. Das ist ungefähr jeder Fünfte. Menschen, die größeren sozialen Belastungen ausgesetzt sind, sterben früher, haben eine geringere Lebenserwartung. Und als umgefragt wurde, das lebensbestimmende Gefühl in Deutschland ist Angst. Es gibt verschiedene Ängste, ich habe hier nur einige aufgeführt, die Liste war lang. Aber Ängste, dass das Leben zu teuer ist, dass man es nicht mehr das leisten kann, dass man es nicht mehr bezahlen kann. Angst vor Krankheit. Keiner von uns lebt in einem Umfeld, wo niemand aus der Verwandtschaft krank ist oder Bekanntschaft ernsthaft krank ist. Man hat Angst um Arbeitsplatzverlust und damit Existenzverlust. Und die allgemeine Krise, auch die politische Krise, ist da. Uns geht so wie den Menschen in Babylon. Wo haben wir unseren Hafen hingehängt? Ist uns noch nach fröhlich singen, nach tanzen, nach springen, nach hüpfen zumute? Wo hast du deine Harfe hingehängt? Bestimmt das Weinen, das Trauern über Verluste, deinen Alltag? Bestimmt der Schmerz dein Leben? Und vielleicht haben dir auch konkrete Menschen diese Verluste, diesen Schmerz zugefügt. Gibt es auch Zorn, Hass in deinem Herzen? Ich entdecke sowas bei mir. Ich möchte euch gar nicht predigen. Und in diese Situation hinein kommt jetzt Gottes Botschaft. Wie der Brief von Jeremia. Gott liebt die Stadt. Wir können machen, was wir wollen. Gott liebt die Menschen in Using. Im Usinger Land. Gott liebt die Menschen. Er hat sie wirklich lieb. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, so sehr hat Gott uns geliebt, dass er das Beste, was er hatte, für uns gegeben hat. Er gab seinen Sohn. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Gott liebt diese Stadt. Gott liebt die Menschen. Gott liebt uns. So, und jetzt sag mal deinem Nachbarn, Gott liebt dich. Tu das mal. So, und jetzt dreh dich zu deinem Nachbarn um, schau ihn in die Augen und sage, Gott liebt mich. Gott liebt mich. So, und jetzt habe ich eine Frage. Glaubst du das wirklich? Glaubst du das, dass Gott dich lieb hat? Wir existieren hier, weil Gott uns lieb hat, aus keinem anderen Grund. Und alles andere ist sekundär. Und was können wir nun tun? Gleiche, was die Juden taten. Beten. Bete konkret auch für die Obrigkeit. Ich ärgere mich ein bisschen über die Bundespolitik. Und ich als Rentner merke das an meiner immer kleineren werdenden Kaufkraft. Aber wann bete ich denn mal für den Habeck? Für den Lindner, für den Scholz.
Betet für die Obrigkeit. Betet für unsere Landesregierung. Betet. Redet mit Gott drüber, wenn ihr euch ärgert. Gott, das geht doch so nicht. Kannst du nicht was machen? Hab Erbarmen mit uns als Volk. Hab Erbarmen mit unseren Politikern. Das ist nicht einfach. Heute in den Herausforderungen, eine vernünftige, auf Gott gerichtete Politik zu machen, die den Menschen gut tut. Und für mich ist, suche der Stadt Bestes. Tut der Stadt gut. Wie können wir gut tun? Einmal durch unsere Existenz, dass wir da sind. Und dadurch, dass wir Menschen lieb haben, wo wir können, ihnen begegnen und ihnen Trost geben. Zum Beispiel der Weihnachtsmarkt versucht, an die Menschen heranzukommen und sagen, Gott liebt jeden Menschen. Hier in unserem Text hieß es, legt Gärten ein. Das ist einmal Vorsorge, durch Gärten kann man ein bisschen ernähren. Wir haben bei uns zum Beispiel Tomaten geerntet und Salat, es ist auch Wintersalat, ich weiß nicht, wie der Salat hat, Pedelecco, Porto, ja, ist egal. Auf jeden Fall schmeckt das ganz gut und hilft in der Haushaltskasse, wenn das Budget kleiner wird. Aber Gärten sind auch Plätze der Stille, der Oase, der Ruhe. Sind wir ein Platz der Erholung für andere? Tun wir den Menschen gut? Tun wir einander gut? Wir existieren einmal, um der Stadt gut zu tun, aber auch uns gut zu tun. Die Begegnung untereinander soll uns gut tun. Ein Platz der Erholung, eine Oase sein. Und wenn Gerechte in der Stadt sind, Menschen, die mit Christus den Weg gehen, lasst uns mit ihnen zusammengehen. Welche Christen sind mit euch unterwegs? Sind wir Segensträger? Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Jeder, der von Gott gesegnet ist, ist automatisch ein Segensträger. Trag den Segen, den Beistand Gottes, die Liebe Gottes, die du selber empfangen hast, trag sie irgendwie weiter. Und hier steht, mehrt euch. Gott will, dass mehr Zeugen seiner Liebe in dieser Stadt existieren als augenblicklich. Gott will das. Rechnen wir damit. Können wir wirklich was ändern in dieser verrückten Welt, wo alles drunter und drüber geht, wo wir von einer Krise in die andere tauchen? Ja. Jetzt könnt ihr mal hier hinschauen. Ich glaube, dass Gott mir den Heiligen Geist gegeben hat. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Und Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ich selber werde bei euch Wohnung machen, in euch. Wie viele ihn aufnahmen, Jesus aufnehmen, dem gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Und er sagte, ich komme nicht alleine, ich bringe den Vater mit. Und jetzt schaut mich an, ich bin der Träger der Offenbarung Gottes. Nicht, weil ich so gut bin. Nicht, weil ich Theologie und Missiologie studiert habe und andere Zeug. Sondern weil Gott in seiner Gnade wollte, dass dieser Johannes Clement, ja, der Träger seines Seins ist. In mir wohnt der lebendige Gott. Und jetzt schauen wir deinen Nachbarn an. Glaubst du, dass der lebendige Gott in deinem Nachbarn wohnt? Wenn Gott nun hier präsent ist, in uns präsent ist, ist doch der Platz und der Ort, wo wir hinkommen, die Menschen, zu denen wir kommen, das ist doch Hoffnung,
Das war nicht Hoffnungslosigkeit. Ihr seid die Antwort auf die Krise der Menschen um euch herum. Nicht unter einem Muss, sondern weil Gott das einfach tut. Rechnet damit. Für mich ist nur die Aufgabe, Herr Jesus, hilf mir, dass ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bin. Das Richtige sage und tue, das von dir hergeführte auslebe. Suchet der Stadt Bestes. Es ging nicht um Jerusalem, der Stadt Gottes, es ging um Babylon, der feindlichen, gefährlichen Stadt, die uns Angst macht. Suche das Stadtbestes, suche das Beste für die Menschen. Dazu bist du, dazu sind wir berufen. Gott segne uns. Amen.